Die Yps-Hefte waren schon in meiner Kindheit wirklich Kult. Fingerabdruckpulver war da drin, allerhand Basteleien, verrückte Experimente und Comics. Ein Riesenspaß. Ja, und ein Mann hat es geschafft, Comiczeichner für Yps zu werden und sich damit seinen Kindheitstraum zu erfüllen. Als er vom Chefredakteur des Yps-Magazins das Angebot bekam, da sagte er, es gibt keinen größeren Yps-Fan als mich. Die Abenteuer von Yps und seinen Freunden, die verschlang er als kleiner Junge. Es war schon mit einer meiner großen Wünsche, Comiczeichner oder überhaupt Zeichner zu werden. Ich hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, was das jetzt alles beinhaltet. Aber ich habe natürlich auch immer versucht, die Comicfiguren alle abzuzeichnen, auch die aus den Yps-Heften abzuzeichnen. Und damit fing ja letztendlich dann vielleicht auch alles an. Heute ist Oliver Gerke 43 Jahre alt, hat visuelle Kommunikation studiert, ist freier Künstler, Grafiker und Autor. Das i-Tüpfelchen seiner Karriere, er zeichnet jetzt die Comics für die Yps-Hefte. In seiner neuesten Geschichte geht es um viereckige Eier. Man darf einfach nicht das machen, was die Leute erwarten. Man muss was Unerwartetes bringen. Und was passt jetzt eigentlich weniger zu viereckigen Eiern? Eigentlich Cowboys in der Wüste. Also denkt man jetzt erstmal am wenigsten dran. Also die meisten Leute denken dann irgendwas als allererstes vielleicht mit Osterhäschen und so. Aber ich denke mal, das ist dann nochmal was einfach neugierig auch dann letzten Endes macht. Hauptsache überraschen. Die Story darf nicht auf der Hand liegen und muss die Vorgaben der Yps-Redaktion erfüllen. Das Gimmick, also die Heftbeilage, muss nämlich immer in der Geschichte vorkommen. Aber das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Vor kurzem gab es Uhr aus Papier, also die wirklich funktioniert. Und das war die Vorgabe des Gimmicks. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin fast verzweifelt und habe gedacht, wem um alles in der Welt nutzt eine Uhr aus Papier? Und irgendwann ist mir dann so eingefallen, die Hauptfigur, für die wichtig ist, der braucht diese Uhr aus Papier, weil er zum Beispiel eine Metallallergie hat und Kunststoffe auch nicht mag, wegen Umwelt und so. Und ein Lederarmband darf er nicht anziehen, weil er Veganer ist und so. Und der kann nur diese Papieruhr anziehen und hat halt auch immer das Problem gehabt, dass er zu spät kommt. Das war dann mein Aufhänger. Etwa 2 Monate braucht der Kasseler Künstler, bis eine 8-seitige Geschichte über Yps, Platsch und Co. fertig ist. Erst kommen die sogenannten Scribbles, also die Kritzeleien, dann die Reinzeichnungen und später die Koloration. Comic ist sehr unterschätzt, was das angeht, was das eigentlich Können angeht. Denn man muss ja alles schon im Kopf gespeichert haben. Man muss ja schon alles zeichnen können. Wenn ich ein Pferd zeichne oder eine Küche, wie eine Küche eingerichtet ist, dann kann ich ja nicht rumlaufen im Haus und dann noch die Küche großartig abzeichnen. Das muss alles Schlag auf Schlag kommen. Und die ganzen Figuren, die Posen und so, muss wissen, wie sieht eine Figur aus, wenn sie sich dreht. Ganz zum Schluss wird eingescannt und am PC die Geschichte eingefügt. Für Oliver Gerke ist mit dem Yps-Zeichnen ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und die Gimmicks, wie viereckige Eiermaschinen, die kann man auch gut als Erwachsener ausprobieren. Ja, glaube ich gern. Passt ja auch super zu Ostern, das vor der Tür steht, ne?